Fühlt euch auch immer scheiße, wenn ihr gerade ein Game of Yu-Gi-Oh! Gespielt habt und das komplett verloren habt und ihr einfach nicht wisst, wieso, dann ist das Video für euch, denn es geht einmal darum, dass Verlieren nicht schlimm ist. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Zauberziehen und heute geht es ein bisschen um Verlieren in Yu-Gi-Oh! Denn ich habe selber eine ganz neue Erfahrung gemacht, die ich bis jetzt noch gar nicht gehabt habe und das ist halt komplett reinzuscheißen. Bevor ich jetzt einmal sage, warum Verlieren in Yu-Gi-Oh! Gar nicht so schlecht ist, lasst mir für den Channel auf jeden Fall mal ein Abo da, damit ihr in Zukunft nichts vom Yu-Gi-Oh! Content verpasst und ihr bessere Spieler werdet. Denn auch das ist mein Ziel. Denn bei der letzten Extravaganza, die jetzt ja Wochenende stattgefunden hat, habe ich wieder mitgespielt. Und ihr wisst das vielleicht, ich bin jetzt nicht der krasseste Spieler, ich toppe jetzt nicht jedes Event, sondern ich bin immer ganz gut dabei. Ich bin noch nie in einem Event negativ gegangen. Das heißt, ich habe noch nie mehr Matches verloren, als ich gewonnen habe. Bei der letzten Extravaganza war es so, dass ich drei Matches gespielt habe und dann gedroppt bin, weil ich von den drei Matches zwei verloren hatte. Ich sage jetzt ganz ehrlich, das Deck, was ich gespielt habe, ich habe, by the way, Trabigate Lirilis gespielt. Ein ganz okayes Deck, aber ich hätte quasi mit dem spielen sollen, was ich besser spielen konnte. Und das ist auch so ein Punkt. Manchmal ist es nicht sinnvoll, ein anderes Deck zu nehmen, nur um ein anderes Deck zu spielen, sondern es wäre manchmal sinnvoller, bei einem Deck zu bleiben, was einem mehr liegt. Und ich habe bei der vorletzten Extravaganza, also nicht bei der von dem Wochenende, sondern von davor, habe ich ja Trabigate Zooday gespielt. Da bin ich ja 5-3 gegangen. Das war ja ein deutlich besseres Ergebnis, als was ich jetzt gehabt habe. Ich war mit dem Deck einfach mehr confident. Und dieses Confident in sein eigenes Deck ist halt super wichtig, weil man halt weiß, wie es gebaut wird. Man spielt es blind, man kann durch Disruptions besser durchspielen. Und es ist halt wichtig, dass man halt sich mit dem Deck wirklich halt wohlfühlt, wenn man das spielt. Ihr könnt quasi ein Deck spielen, was halt ein extrem lowes Tier hat. Also jetzt nicht extrem low, aber was ein niedriges Tier hat. Wenn ihr euch mit dem Deck aber confident fühlt, dann schneidet ihr auch besser ab, wenn das jetzt nicht komplett in den Meta reinscheißt. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass ihr mit so einem Deck einfach besser spielt. Und Trabigate Lirilisk war für mich nicht dieses Deck. Ich habe wirklich schon den Tag vorher gemerkt, als ich ein bisschen gespielt habe, so, ja, nicht ganz so geil, aber das war trotzdem so, ich hab mir, okay, gegen das aktuelle Meta ist es halt gar nicht so kacke, weil ich will nicht gegen Lance hier verlieren. Witzigerweise ist es halt so, dass ich das Deck deshalb genommen habe, weil es halt eine Applikation hat, dass es gegen Lancia nicht stirbt, weil es halt immer noch Simorgh plus die Barrier Surgeon machen kann und weil es gegen Drytron Auto-Win ist, wenn sie nicht Dark Ruler oder Droplet zieht, wenn du halt First gegangen bist. Das war der Grund dahinter. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich mich mit dem Deck nicht confident fühle. Worum es heute geht, ist quasi um das Verlieren selber. Denn das war vielleicht für mich eine komplett neue Erfahrung, so komplett reinzuscheißen. Das ist mir wirklich vorher noch nie passiert. Ich hätte natürlich weiter spielen können. Ich wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser gewesen, aber ich habe halt diesen Tag gehabt und so. Nee, nee. Also ich habe die ersten drei Matches gespielt und habe mir so viel Pech von den Ziehen, wie ich hatte und von dem, was mein Gegner gespielt hat. Und wie das quasi verlaufen ist, habe ich gedacht, fühle ich nicht, droppe ich heute. Manchmal ist das so. Was mir das gezeigt hat, ist, dass Verlieren super wichtig ist. Denn schlechte Spieler verlieren logischerweise häufiger, weil sie einfach keine guten Spieler sind. Das bedeutet aber nicht, dass diese nicht so guten Spieler so bleiben müssen. Denn wenn man quasi verliert, hat man quasi viel, worüber man diskutieren und nachdenken kann, warum man verloren hat. Es gibt natürlich so Sachen, wo man sich denkt, so, okay, ich habe eine Hand gehabt, die war unspielbar. Das ist mir zum Beispiel bei den drei Matches, ich glaube, viermal passiert, dass ich eine Hand hatte, wo ich meinte, so, okay. Aber da muss man drüber nachdenken, habe ich vielleicht beim Deckbau einen Fehler gemacht? Vielleicht im Main Deck, vielleicht im Side Deck, weil auch das kann relevant sein. Ich habe nämlich gestern mit dem Sieger der Extravaganza gesprochen. Wir haben so ein bisschen über Deckbau gesprochen und ich habe ihm mein Deck gezeigt und er sagte so, jupp, Main Deck ist halt fein, kann man so machen, ist jetzt nicht so kacke, ne? Aber im Side Deck sind ein paar Flaws aufgefallen, die man so überlegen kann, weil die extrem auf das Meta an sich angepasst waren und dem, was das halt Deck halt outen kann. Aber nicht so generische Optionen, die man auch, wenn man First geht, reinzeigen kann, wenn man halt nichts Besseres hat. Sondern ich hatte halt quasi viele Go Second Karten und einige Go First Karten, die jetzt aber nicht so viel gebracht haben, wenn das Deck nicht dafür halt relevant gewesen ist. Das heißt, ich habe elementar im Side-Deck einen Fehler gemacht und nicht darüber nachgedacht, was passiert, wenn ich wirklich mit dem Deck First gehe und ich kein Matchup habe, wo die Karten relevant werden. Das heißt, ich habe dann tote Karten in meinem Deck, wenn ich jetzt ziehe, mir nichts bringen werden. Und ich kann nichts rausziehen, weil ich keinen Targets dafür habe. Ich hatte das Side-Deck von Trabigate Zooday. Das war perfekt. Das Side-Deck war wirklich richtig gut. Ich hatte Optionen für Go First, Go Second und hatte auch generische Optionen, hatte den Main-Deck, was ziemlich gut war für viele Decks, die da rumgelaufen sind. Und das war bei dem Deck wirklich anders. Und das ist ein Punkt, über den ich gar nicht nachgedacht habe, aber als Tim mir das gesagt hat und mir das aufgezeigt hat, dass es halt nicht sinnvoll ist, habe ich mir gedacht, das ist gut darüber nachzudenken, bevor man halt solche Sachen macht, ob ich halt genug Optionen halt habe, First zu gehen, Second zu gehen, was passiert, wenn die Matchups, die kommen, halt gar nicht so häufig auftreten und das bringt dann zum Nachdenken. Und das ist auch der Grund, warum Verlieren so wichtig ist. Wenn du immer gewinnst, was by the way ziemlich cool wäre, ne? Also Shoutouts an Tim übrigens, dann muss man sich selber überlegen, okay, was habe ich nicht gut gemacht?
wenn man verliert, dann weiß man meistens, okay, da habe ich verloren, warum habe ich da verloren und kann das quasi beim nächsten Mal besser machen. Heißt, durchs Verlieren wird man konstant, normalerweise, wenn man sich das nochmal anguckt, besser, wenn man die Schuld nicht auf andere Sachen schiebt. Das ist ganz wichtig, denn die, die ja verlieren, sagen halt immer so, ja, ich habe halt verloren, weil das und das und das, ne? Ich muss jetzt fairerweise auch sagen, die Matches, die ich verloren habe, habe ich jetzt nicht unbedingt durch eigene Misplays verloren, sondern die habe ich grundsätzlich schon im Deckbau und in der Deckstrategie, die ich gespielt habe, verloren, weil ich mit dem Deck halt nicht so confident war, wie ich hätte sein müssen, um die Plays zu machen, die ich hätte machen müssen, um halt das Bestmögliche rauszuholen. Klar, ich wurde halt gesackt. Ich habe, glaube ich, von den 6 Games, die ich gespielt habe, glaube ich, 5-mal Cold Body Grave bekommen. Das ist halt schade, aber das ist halt einfach so. Und da kann man auch nicht viel gegen machen. Und dieses Video ist wirklich einfach für euch, um zu zeigen, wenn ihr verliert, grindet weiter. Yu-Gi-Oh! Ist ein cooles Spiel, ihr könnt wirklich viel machen und verlieren hilft euch, dass ihr bessere Spieler werdet. Und ganz ehrlich, wir wollen alle bessere Spieler werden. Wenn ich mir überlege, was Tim quasi für Struggles in Kauf nimmt, um halt so oft zu toppen, der ist, by the way, 1., 2. und 7. gegangen bei den letzten Extravaganzen, was halt, Bruder, heftig ist, ne? Also Props an ihn auf jeden Fall. Aber er grindet auch extrem viel. Er spielt so ziemlich jedes Deck und guckt quasi, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken von den Decks. Und das ist wirklich auch ein cooler Ansatz. Das heißt, wenn ihr immer wieder gegen ein Deck verliert, mit eurem Deck, was ihr spielt, dann würde ich sagen, spielt das Deck, gegen das ihr immer verliert, einmal selber und guckt einmal, wo sind die Schwächen dieses Decks. Weil ich habe das Gefühl, wenn man immer dagegen spielt und man immer verliert, kann man zwar herausfinden, was halt hilfreich ist, aber man weiß halt nicht, wann ist das Deck tot. Das heißt, wenn ihr das Deck selber mal anfasst und selber mal spielt und selber mal Games damit macht und ihr quasi Interaktionspunkten wisst, okay, wenn das passiert, passiert das und wenn ich das stoppe, dann kann er nicht weiterspielen. Ich glaube, das ist super hilfreich. Zum Ende des Videos geht es nochmal auf einen ganz anderen Punkt ein. Ich habe hier immer meine Live-Mods mitgeschrieben. Und das ist auch super hilfreich. Was mir aber aufgefallen ist, dass viele das quasi im Kopf machen und das nicht so mitnehmen, wie es eigentlich mitgedacht werden sollte. Und ich habe mir ja gedacht, so das OP zu schreiben, ist halt, wenn man viele Events spielt oder viele Yu gespielt, extreme Papierverschwendung. Und ich habe hier einmal das Ding hier von Ultimate Guard. By the way, nicht gesponsert oder so, habe ich mir selber besorgt. Und dieses Lifepad-Ding hier, da ist ja kein Papier drin. Und ich finde sowas super praktisch. Das kostet, glaube ich, 8 Euro oder so, ist auch nicht teuer. Aber das saved euch einfach Papier. Und das ist doch sau cool. Und wenn ihr sowas immer habt, habt ihr das genau dafür da, um halt Life-Points zu kalkulieren. Und dass ihr nicht quasi gucken müsst, wie viele Life-Points habe ich denn jetzt? Denn Life-Points zählen und zu wissen, wo man im Duell gerade steht, ist essentiell wichtig, um nicht zu verlieren. Weil man kann besser kalkulieren, was für ein Play der Gegner machen könnte, um zu gewinnen. Oder ihr seht, was der Gegner bei Life-Points hat und habt die Möglichkeit zu kalkulieren, kann ich das jetzt noch gewinnen? Was für eine Linie von Spiel muss ich jetzt machen, damit ich das Game beenden kann in der Runde? Denn manchmal ist es halt so, wenn der Gegner eine Anaconda aktiviert hat oder irgendeinen anderen Effekt, der Lifepoints bezahlt hat, oder wie ein Cosmic Cyclone zum Beispiel, dann hat er nicht mehr Full Life. Und manchmal ist es halt so, dass ihr vielleicht denkt, ihr könnt nicht OTK'en, aber 7000 Lifepoints sind halt nicht 8000 Lifepoints. Ne? Das heißt, manchmal reicht quasi den OTK schon 1000 Lifepoints weniger, wenn euer Deck das leisten kann. Deshalb finde ich sowas halt super hilfreich und das nicht auf Papier zu schreiben, denn ich finde das hier wirklich cooler, weil das wirklich eine relativ easy zu machen ist. Wir können das kurz nochmal rausholen. Es ist jetzt von der Qualität ein bisschen plastikmäßig, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern ihr könnt es anmachen, ihr könnt hier eine Batterie reinpacken. Da kommt hier so eine Batterie rein. Ja, so eine Batterie. Es kommt sogar mit der Batterie schon. Das heißt, da ist schon eine Batterie drin, wenn ihr das erstmal das holt. Was ziemlich nice ist. So, und im Ende ist es halt so. Sieht halt so aus. Ihr könnt hier halt drauf scribbeln. Sieht man jetzt schlecht, aber ihr könnt da quasi drauf scribbeln. Sieht man jetzt hier ganz gut. Und damit könnt ihr halt Lifepoints kalkulieren, ohne halt Papier verschwenden zu müssen. Und das ist halt super praktisch, weil wenn ihr drauf drückt hier unten, ist halt alles wieder weg. Und das kann euch quasi auch einfach, wenn ihr Notizen machen wollt, irgendwas, sagt okay, weg damit, ist das ganz praktisch, um halt genau das halt zu haben. Und so werdet ihr bessere Spieler in Yu-Gi-Oh!, wenn ihr halt solche Tools benutzt und Sachen auch aufschreibt und sowas in der Richtung. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann war es aber schon das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dabei gelernt. Ich hoffe, meine Punkte waren einigermaßen verständlich und ich habe halt kein Skript geschrieben für das Video jetzt hier. Dann war es für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.